Während ich langsam wieder zu Bewusstsein kam, fühlte ich eine Welle der Benommenheit über mich schwimmen. Ich konnte mich nicht bewegen und mich auch nicht daran erinnern, was passiert war, bevor ich weggetreten war. Meine Augen brannten, als ich sie öffnete. Ich hatte zu viel Zeit in der Dunkelheit verbracht, weswegen ich mich erst an das unablässig grelle Licht gewöhnen musste. Hallo? Ich versuchte zu rufen, doch es wollte meinen Lippen nicht lauter wie ein Flüstern entweichen. Als ich endlich etwas sehen konnte, blickte ich mich in dem Raum um, in welchem ich aufgewacht war. Die Wände, der Boden und die Decke waren allesamt bedeckt von seltsam geformtem Akustikschaumstoff. Ich versuchte aufzustehen, doch meine Beine wollten nicht kooperieren. Sie waren nicht verkümmert, aber dennoch geschwächt. Meine schwachen Beine und mein vernebelter Kopf überzeugten mich davon, dass man mich mit Drogen vollgepumpt haben musste. »Ist da irgendjemand?« fragte ich, diesmal etwas lauter. Keine Antwort. Ich versuchte zurückzudenken, versuchte mich an meinen Erinnerungen festzuklammern, in der Hoffnung, dort einen Hinweis zu finden. Ich war ruhig gestellt worden, so viel war sicher. Warum sie mich jedoch in einen schallgedämmten Raum gesteckt hatten, war mir weiterhin unklar. Nach einer gefühlten Ewigkeit schaffte ich es endlich aufzustehen. Mit immer noch zittrigen Beinen begab ich mich auf die Suche nach einem Ausgang, jedoch war alles um mich herum mit diesem lächerlich dicken Schaumstoff zugepflastert worden. Ich ließ mich, erschöpft von meinem langen Schlaf, wieder auf den Boden fallen. Erst jetzt realisierte ich, wie leise es hier drin wirklich war. Dieser Raum schluckte nicht nur alle Geräusche von drinnen, sondern schirmte auch alles von außen ab. Keine Gespräche, kein Verkehr, nicht einmal der Klang von Wasserleitungen in den Wänden konnte ich vernehmen. Es war ohrenbetäubend still. Ich hielt meinen Atem an und drückte mein Ohr an die Wand. Nichts. Alles, was ich hörte, war mein eigener Herzschlag und Geräusche, die meine inneren Organe von sich gaben, welche sich gerade an dem zu schaffen machten, was ich am Tag zuvor gegessen hatte. Was ich zuerst mit einer gewissen Faszination wahrnahm, wurde bald schon mein schlimmster Albtraum. In diesem Raum war ich die einzige Geräuschquelle, und ohne den Einfluss externer Reize wurde die Stille immer lauter. »Bitte, lasst mich hier raus!« flehte ich. Dann erinnerte ich mich an etwas. Es war nicht mehr als ein Bruchstück, ein Blick in eine lange vergangene Zeit. Es war ein Treffen, eine Konversation mit einem Mann, den ich nicht wiedererkannte. »Warum sind Sie hier?« »Entschuldigen Sie?« »Dies ist kein schöner Ort, Ryan. Sie sind jung, fit. Sollten Sie sich nicht in der Welt herumtreiben, sich vielleicht eine Frau suchen?« »Ich hatte eine.« Die Erinnerung brach ab, als ein Stück Papier durch die Luft segelte. Während ich abgelenkt war, hatte jemand eine Notiz durch die Decke hineingleiten lassen. »Hey, was zur Hölle ist das? Lasst mich raus!« rief ich, während ich versuchte, das Loch, durch welches die Nachricht gekommen war, zu erspähen. Ohne eine Antwort zu bekommen, hob ich den Zettel auf. Er war ungewöhnlich weich und machte fast keine Geräusche, als ich mit den Fingern darüber strich. Darauf stand eine einzelne Zeile Text. Tag 1. Hör zu. »Was soll ich denn hören? Arschlöcher!« rief ich. Ich fing an, durch den Raum zu rennen und versuchte verzweifelt, den Schaumstoff von den Wänden zu reißen, um einen Weg nach draußen zu finden. Es war ein vergeblicher Versuch, und schon bald kollabierte ich völlig erschöpft auf dem Boden. Die Drogen waren noch immer in meinem System und hinderten mich daran, einen klaren Ausbruchsplan schmieden zu können. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Taubsein und dem Leben in absoluter Stille. Selbiges gilt fürs Blindsein im Vergleich zum Leben in der Dunkelheit. Mit funktionierenden Sinnesorganen, jedoch ohne Input, greift dein Verstand nach jedem Strohhalm, den er bekommen kann. Jeglicher noch so leiser Klang wird tausendfach verstärkt. Meine Gedanken schweiften ab, und ein weiteres Erinnerungsstück wurde aus meinem zerwühlten Hirn hervorgekramt. »Das ist alles. Sie haben sie verloren und jetzt sind sie hier. Was ist mit ihr geschehen?« »Ich habe sie umgebracht.« Als ich erneut aufwachte, wurde ich sogleich von den Geräuschen meiner inneren Organe terrorisiert. »Verdammt, seid ruhig!« schrie ich mir selbst zu. In diesem Raum gab es kein Echo. Jedes gesprochene Wort verklang augenblicklich in dem dicken Schaumstoff. Ich musste einen stetigen Redefluss aufrechterhalten, um mich vor meinen eigenen Körpergeräuschen zu schützen.
Dann bemerkte ich zum ersten Mal, wie dringend ich eine Toilette benötigte. »Was ist eigentlich, wenn ich mal pissen muss?« fragte ich laut. Unmittelbar darauf wurde einer der unter mir liegenden Schaumstoffplatten entfernt und ein kleiner, abgedichteter Tunnel wurde sichtbar. Selbst der Strahl meines Urins verschwand sofort klanglos in der Dunkelheit unter mir. Nachdem ich mich endlich erleichtert hatte, fiel ein weiteres Stück Papier von der Decke. Daneben tauchte ein dünner Strahl fließenden Wassers auf. Er traf den Boden fast geräuschlos und wurde sofort vom Schaumstoff absorbiert. Nichtsdestotrotz eilte ich zu dem Strahl, da ich nach über einem Tag ohne Flüssigkeit völlig ausgetrocknet war. Nachdem der Strahl versiegte, hob ich den zweiten Zettel auf. Tag 2. »Hörst du sie schon?« stand darauf. »Wovon zum Teufel reden Sie?« rief ich ziellos in den Raum. Immer noch keine Antwort. Nicht, dass ich diesmal eine erwartet hatte. Den größten Teil vom zweiten Tag verbrachte ich damit, den Raum zu untersuchen. Nun, da die Drogen meinen Körper verlassen hatten, konnte ich endlich klar denken. Doch trotz allem verblieben meine Erinnerungen verschwommen. Es gab keinen Weg nach draußen, keinen Spalt hinaus in die Freiheit. Ich war allein, allein in einem isolierten Raum. Das Geblubber meiner Innereien war mein einziger Begleiter. Ich versuchte, mich anders hinzulegen, um die Geräusche zu dämpfen, doch gefühlt wurden sie immer nur lauter. Verwirrt und aussichtslos blitzte ein weiterer Gedankenfetzen vor meinem inneren Auge auf. Es handelt sich um eine anhedonische Kammer, der leiseste Ort auf diesem Planeten. Ein Betonklotz auf einem Federteller, isoliert mit dem besten Akustikschaumstoff der Welt, um sicherzustellen, dass kein Ton hineingelangen kann oder heraus. Auch wenn es in den Orfield-Laboratorien ebenfalls so einen gibt, ist dieser hier besonders. Es ist mein eigenes Design. Muss teuer gewesen sein. Wofür ist die Kammer gut? Damit die Leute die Wahrheit hören können. Am dritten Tag erwachte ich erst, als ich den schwachen Klang vernahm, wie Wasser auf den Schaumstoff tröpfelte. Ich sprang auf und fing an zu trinken, bevor der Strahl wieder versiegte. Diesmal warfen sie mir sogar ein seltsames Brot an die Kammer. Es war schwer und voll von seltsamen Gemüsestücken und Samen. Eine Art Nutraloaf, wie es in Gefängnissen manchmal verteilt wird. Ein weiterer Zettel lag auf dem Boden. Tag 3. Lass dich darauf ein, stand dort. Die Freude, die ich vernahm, als ich das Brot auseinanderreißen hörte, trieb mir Tränen in die Augen. Endlich ein Geräusch, welches nicht von mir selbst kam. Leider hielt diese Freude nicht sehr lange an. Als bald das Brot aufgegessen war, befand ich mich erneut in erdrückender Stille. Ich versuchte, mich selbst zu beschäftigen, indem ich Selbstgespräche führte, doch mein Hals trocknete schnell aus und meine Stimme brach. Ich realisierte, dass sie meine Wasserzufuhr nicht ohne Grund begrenzt hatten, genau um solche Spielereien zu vermeiden. Ich war zu schwach, um dagegen anzukämpfen, zu schwach, um zu sprechen, aber gesund genug, um bei Bewusstsein zu bleiben. Da saß ich also, hörte meinen inneren Organen bei ihrer Arbeit zu. Ich hasste sie. Widerliche Fleischklumpen, die schleimige, gluckernde Geräusche erzeugten, welche niemals aufhören wollten. Doch dann hörte ich noch etwas anderes. Ein neuer Klang. Eine Stimme, die unter meinem Herzschlag zu hören war. Bitte, hör auf! Ich kann das nicht mehr, sagte die Stimme. Sie gehörte einer Frau. Sie klang vertraut und fremd zugleich. Hey, wo bist du? Rief ich. Es tut so weh. Ich verdiene das nicht. Warum tut ihr mir das an? Die Stimme kam aus keiner bestimmten Richtung. Es fühlte sich an, als würde sie von überall und nirgendwo zugleich kommen. Komm schon, ich muss wissen, wo du bist, wenn ich dir helfen soll. Ryan, es tut so weh. Bitte, hilf mir. Flehte sie, bevor die Stimme im Nichts verblasste. Linda? Oh mein Gott! Rief ich, hoffend, ihre Stimme erneut zu hören. Es war meine Frau. Ihre Stimme, nach der ich mich so gesehnt hatte. Ich konnte es nicht glauben. Die erdrückende Stille durchschneidend hörte ich die Liebe meines Lebens. Und sie litt Höllenqualen. Mir liefen die Tränen die Wangen hinunter, während die Erinnerungen an ihren Tod meinen Verstand fluteten. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, bitte. Vergib mir. Doch sie war nicht real. Sie musste ein Hirngespinst sein. Eine Halluzination, die aus der qualvollen Stille dieser Kammer geboren wurde.
Während ich in den Schaumstoff weinte, wanderten meine Gedanken zurück zu einer erst kürzlich geformten, fast intakten Erinnerung. Wie ist sie gestorben? Hören Sie, warum fragen Sie mich all das? Ich habe den Papierkram für Projekt Orkus bereits unterschrieben. Weil Sie in der Lage sein könnten, wieder mit ihr zu reden? Der vierte Tag brach an und ein weiterer Zettel fiel von der Decke. Tag 4. Ignoriere sie nicht. Sie sind so real wie sie und ich, stand dort. Ich zerriss den Zettel augenblicklich. Nicht aus Wut, sondern um das kaum hörbare Geräusch zu vernehmen, welches dadurch entstand. Ich stellte sicher, immer nur dünne Streifen abzureißen, um es so lange wie möglich genießen zu können. Dann wurde ich wieder zurück in die Stille geworfen. Es dauerte nicht lange, bevor ich Geflüster überall um mich herum hören konnte. Zuerst waren es unverständliche Klänge, Stimmen, die keinen Sinn zu machen schienen. Doch mitten in dem Stimmgewirr konnte ich Linda nach mir rufen hören. Ryan, bleib hier fern. Es ist nicht sicher, flehte sie. Doch sie war nicht die Einzige. Ein Dutzend verschiedener, gedämpfter Stimmen flüsterte um mich herum. Ich versuchte, sie auszublenden, mich nur auf die wundervolle Stimme meiner Frau zu konzentrieren. Doch die anderen Stimmen wurden immer lauter. Tag 5 brach an. Ich befand mich am Rande des Wahnsinns. Das Geflüster hatte mich über Stunden wachgehalten, bis der nächste Zettel auf dem Boden landete. Die Stimmen führen dich in die Freiheit. Es war eine kurzwährende Pause. Nachdem ich das Papier zerrissen hatte, kamen die Stimmen sofort wieder zurück. Mit jeder Stunde wurden sie lauter, und ich konnte rein gar nichts machen, um sie auszublenden. Tag 6 verging wie ein Blinzeln. Die Stimmen hatten sich zu einem konstanten Dröhnen entwickelt. Das Durcheinander von Geräuschen kam aus allen Richtungen und ließ mich nicht eine Sekunde ruhen. Selbst wenn ich mit meiner heiseren Stimme die Stille durchbrach, kamen sie unverzüglich zurück. Das Einzige, an was ich mich von diesem Tag noch erinnern kann, ist der Zettel, der von der Decke fiel. Sei still und lass dich von ihnen leiten. Nachdem ich meine Stimme vollkommen verloren hatte, lehnte ich mich geschlagen zurück und gab auf. Ich ließ meinen Verstand von den Stimmen übermannen. Lauter, lauter und immer lauter. Es war dann, als ich realisierte, dass es kein Geflüster war. Es waren Schreie. Jede dieser tausend Stimmen, die mich heimsuchten, rief nach Hilfe. Diese Menschen, wo auch immer sie waren, litten unter unaufhörlichen Schmerzen. Sie flehten nach einem Ausweg, doch es gab nichts, was ich tun konnte, außer ihrem unendlichen Leiden zuzuhören. Inmitten all dessen schwang immer noch die Stimme meiner Frau mit. Ich weiß nicht, warum ihre Stimme lauter oder auch klarer war als die anderen. Ich versuchte, mich an die Hoffnung zu klammern, dass sie alle nur Hirngespinste waren. Doch der Wahnsinn war kurz davor, ganz über mich hereinzubrechen. Bald würde ich mich ihm ergeben müssen. Scheiße! Lasst mich hier verdammt nochmal raus! Rief ich so laut, wie es meine heisere Stimme ermöglichte. Mein Geisteszustand verschlechterte sich zunehmend. Tag 8 war ein einziger Schleier bruchstückhafter Gedanken und Tag 9 verlief nicht viel besser. Ich las die Zettel inzwischen nicht mehr. Die Schreie wollten nicht aufhören, doch ich konnte weder Worte noch Phrasen ausmachen. Es war erst um Tag 10, als ich anfing, sie endlich zu verstehen. Hilf mir, bitte! Flehte ein Kind. Du bist nicht echt. Niemand von euch ist echt, entgegnete ich. Aber du kannst uns hören! Ihr seid nichts als Konstrukte meiner Einbildung. Ihr seid alle in meinem Kopf. Das bedeutet nicht, dass wir nicht echt sind. Ich kann es dir beweisen. Wie? Die letzte Notiz, die von der Decke gefallen ist. Es ist eine Liste mit Namen. Ich sah hinüber zu den Zetteln, die ich mir noch nicht angesehen hatte. Ich hob einen davon auf und realisierte, dass der Junge recht hatte. Henry Jones, Peter Dawson, Alex Moore, David Lawrence. Ich ließ den Zettel fallen und hob einen anderen auf. Dieselbe Liste, dieselben Personen, aber keine Instruktionen oder dergleichen. Wer sind die? Fragte ich. Das sind die Leute, die du finden sollst. Ich bin einer davon. Mein Name ist Alex. Was ist mit dir geschehen? Doch es war zu spät. Seine Stimme war bereits verblasst. Ersetzt von den kontinuierlichen Schreien der Qual. Ich fixierte meine Augen auf den Zettel. Und während ich den Namen erneut las, fiel mir etwas ein. Wissen Sie, was Sie zu tun haben?
Ja, Sir. Wir müssen sie betäuben und einer Elektroschocktherapie unterziehen. Das ist der einzige Weg, um sie empfänglich für ihre Umgebung zu bekommen. Ich verstehe. Es ist aber gefährlich. Ist mir egal. Es wird auch bedeuten, dass sie extrem desorientiert sein werden, wenn sie aufwachen. Sie könnten vergessen haben, wer ich bin. Vielleicht sogar, wer sie selbst sind. Deshalb ist es von größter Notwendigkeit, dass sie die Mission im Hinterkopf behalten. Wenn sie sich bloß an eines erinnern, dann an die Mission. Am darauffolgenden Tag saß ich bloß in einer Ecke. Weder aß noch trank ich. Alles, was ich tat, war, die Namen von der Liste zu wiederholen, in der Hoffnung, dadurch auf magische Weise des Rätsels Lösung zu finden. Henry Jones, Peter Dawson. Jetzt alle seid ihr, murmelte ich vor mich hin. Plötzlich, als hätte man einen Lichtschalter umgelegt, verstand ich. Die Schreie, das Geflüster, die Stimmen, alles, was ich in den vergangenen 11 Tagen gehört hatte, machte mit einem Male Sinn. Ein dichter Schleier hob sich von meinem Verstand und ich realisierte endlich, was sie mir zu sagen versuchten. Ryan? Rief meine Frau nach mir. Linda, du bist noch bei mir, antwortete ich mit einem Hauch der Freude. Ich habe nicht viel Zeit. Es fällt mir so schwer, mich zu konzentrieren, sagte sie deutlich angestrengt. Was geschieht mit dir? Es ist gerade nicht wichtig. Du musst nur wissen, dass es nicht deine Schuld war. Ihre tröstenden Worte überspielten kaum den Schmerz, den sie empfinden musste. Nein, das stimmt nicht. Ich habe... Doch bevor ich meinen Satz beenden konnte, wurde ich von weiteren, ohrenbetäubenden Schreien unterbrochen. Es ist an der Zeit, für dich zu gehen. Warte, geht es dir gut? Ich meine, wo genau bist du? Nein, niemandem von uns geht es gut. Es tut mir leid, sagte sie mit zittriger Stimme. Und damit verschwand sie zum letzten Mal, während der letzte Zettel von der Decke fiel. Tag 12. Hast du sie gefunden? Einen Moment lang hörte ich bloß zu. Dort, zwischen den Schmerzensschreien, hörte ich sie nach mir rufen. Sie waren Teil desselben Projekts wie ich, waren seitdem allerdings verstorben. Doch sie gaben mir Anweisungen, wie ich diesen Raum verlassen konnte. Zwischen dem Schaumstoff lag etwas verborgen. Es waren 7 Knöpfe, die in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden mussten. Ich ließ mich von den Stimmen leiten und konnte die Tür mit Leichtigkeit öffnen. Dass ich die richtige Reihenfolge augenblicklich finden konnte, gab mir die Zuversicht, Kontakt mit der anderen Seite gehabt zu haben. Ich ging nach draußen. Zum ersten Mal in fast 2 Wochen sah ich ein anderes menschliches Wesen. Willkommen zurück, Ryan. Sie haben es geschafft, sagte der Mann. Ich antwortete nicht darauf. Ich lief an ihm vorbei und entlang des langen Flurs zielstrebig auf den Ausgang der Kammer zu. Als bald ich draußen ankam, kollabierte ich und nahm all die unbedeutenden Geräusche um mich herum wahr. Wasser, das durch die Pumpen lief, das leise Summen der fluoreszierenden Lampen, Schritte aus allen möglichen Richtungen. Sie waren alle gleichbedeutsam himmlisch. Nachdem ich mich langsam wieder an die echte Welt gewöhnt hatte, kam der Mann wieder zu mir. Es war mein Chef. An so viel konnte ich mich noch erinnern, doch meine restlichen Erinnerungen waren durch die Behandlung, die ich vor dem Eintritt in die Kammer bekommen hatte, immer noch vernebelt. Sind Sie bereit zu reden? Fragte er. Ich setzte mich an den Tisch und lauschte, wie die Stühle über den harten Boden kratzten. Die Namen, sagte er. Erinnern Sie sich daran? Henry Jones, Peter Dawson, Alex Moore, David Lawrence, antwortete ich, ohne zu zögern. Und wissen Sie auch, was Ihnen widerfahren ist? Ich nickte. Erzählen Sie es mir. Henry Jones, Alter 75, verstarb an Lungenkrebs der Stufe 4. Er meldete sich 1 Monat vor seinem Tod für das Orkus-Projekt. Die Bezahlung war für seine Familie gedacht. Weiter. Peter Dawson, Alter 32, meldete sich nach seiner ALS-Diagnose umgehend für das Orkus-Projekt. David Lawrence, Alter 56, starb an Herzversagen. Und? Alex Moore. Er war kein Teil des Projekts, er war noch ein Kind. Die Umstände seines Todes sind mir immer noch nicht bekannt. Das wissen wir auch nicht, sagte der Mann und lächelte mich an. Er lächelte, weil er seine egoistischen Absichten erfolgreich erreicht hatte. Gute Arbeit. Wie geht es Ihnen jetzt? Ich dachte zurück an alles, was ich gehört hatte. Durch die Schreie sammelte ich immer wieder kleine Puzzleteile auf. Es dauerte einen Moment, bis ich sie zusammensetzen konnte. Sie haben Schmerzen.
Sie sagen, der letzte Moment, den sie je erlebt haben, ist, was sie seitdem in jedem Moment verspüren. Es gibt keinen rettenden Hafen auf der anderen Seite. Kein Paradies. Nur der unendliche Schmerz, den sie während ihres Ablebens gespürt haben. Er kritzelte ein paar Notizen auf ein Blatt Papier. Ein Lächeln trat auf sein Gesicht, als hätte ich seine Theorien gerade bestätigt. Vielen Dank, Ryan. Wir bei Artifacts stehen tief in ihre Schuld für ihre Dienste. Dieses Gespräch markiert das Ende unserer Partnerschaft. Wie vereinbart, werden wir sie fürstlich für ihre Mühen entlohnen. Er zeigte ein paar Wachen an, dass sie mich aus dem Raum begleiten sollten. Während sie mich zum Ausgang brachten, sah er mich ein letztes Mal an. Genießen Sie Ihr restliches Leben, Ryan. Ich packte die Gegenstände, die ich besaß, zusammen. Noch immer klafften mehrere Löcher in meinen Erinnerungen der letzten Jahre. Doch ich vermutete, das ist auch der Grund, warum sie mich ohne weiteres gehen ließen. Ich weiß nichts über die Leiter des Projekts. Mein komplettes Wissen über das Orkus-Projekt ist stark begrenzt. Nachdem ich wieder nach Hause kam, erinnerte ich mich langsam wieder an das Leben, welches ich zurückgelassen hatte. Ich hatte mich angemeldet, um den Bruch meines Versprechens, sie in Sicherheit zu wiegen, zu entrinnen. Und als der Mann mir sagte, ich hätte die Chance, noch einmal mit ihr zu reden, war ich natürlich begeistert. Es war ein Fehler. Denn nun, selbst hunderte Kilometer von dieser Kammer entfernt, kann ich sie alle immer noch schreien hören. Sie haben solche Schmerzen. Und wenn wir sterben, werden wir uns ihrem Leid anschließen.